Ich habe Tychus dabei ertappt, wie er in unsere Datenbank eindrang und dort nach Informationen über Kerrigan herumsuchte. Ich weiß zwar nicht, welches Spielchen er da spielt, aber wir können ihm offensichtlich nicht vertrauen. Matt, Tychus und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten und haben schon oft zusammen in der Scheiße gesteckt. Als uns das Gesetz dann am Wickel hatte, hat er die Sache allein ausgesessen, ohne mich zu verpfeifen. Ich habe eine zweite Chance bekommen und er kam in den Knast. Völlig verständlich, Sir, aber... Ich schulde ihm einfach was, Matt. Thema beendet. Jawohl. Du hast es bestimmt schon gehört, Rainer. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot den Markt. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Mai Tai. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person, Herr. Was haben wir denn? Warpigs? Oh, die haben wir sogar schon. Hammer Security. Plus 25% Trefferpumpe und plus 20% Schaden. Okay. Aber erstmal gehen wir ins Arsenal. Oh, da sind ja unsere Freunde, die Marodeure. Fünf vier gepanzerte Infanterie. Infanterieanzug. Obwohl der Marodeuranzug lediglich eine modifizierte Version des Feuerfresseranzugs CMC 660 ist, unterscheiden sich die Soldaten doch erheblich. 47% der Marodeure waren noch nicht mal im Gefängnis. Lediglich 23% sind zum Tode verurteilt. Oh, wie nett. Der Granaten selbst leider des Marodeurs ist mit Komponenten versehen, der es ermöglicht, hunderte von Standard-Punisher Granaten schnell herzustellen und zu laden. Ja, sehr gut. Gucken wir uns mal, was auf der Arsenal-Konsole so los ist. Ah, da haben wir ja unsere Marodeure. Hier bist du genau richtig. Oh, ich wollte die eigentlich kaufen. Mich verdrückt. Zum Geschäft richten. Und wir gucken uns meine Marke an. Ach du, das hätte ich auf Massara zurückgelassen. Wie zum Tychus. Du kannst es einfach nicht lassen, was?
Oh. Ich dachte mir, die würden dir gefallen. Sie sind die Siegertrophäe von den Zergjagd von vor ein paar Jahren. Vielleicht bringen sie dir Glück. Joe Ray-Besitzer, Inhaber von Joe Ray's Bar, Masara. PS, den Fernseher schreibe ich dir auf deinen Deckel. Toll. Und das ist ein Videospiel, ein kleines. Das will ich nicht spielen. Donny Vermillion meldet sich live für UNN. Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donny, kann es sein, dass in der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was noch wichtiger ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terraner möglich sein könnte? Donny, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, ob jemand das Schild hier gesehen hat, aber drauf, nicht auf Bildschirm schießen, ne, Jimmy? Verdammt, was habe ich gerade noch mal gemacht? Haben deine Möbius-Kumpels zufällig mal erwähnt, dass die Königin der Klingen auch hinter diesen Artefakten her ist? Hey, die geben mir nur die Missionen, okay? Und wo liegt überhaupt das Problem? Wenn wir dieses Miststück umlegen, tun wir damit auch allen einen Gefallen. Ich dachte, dir kommt's nur auf das Geld an, Tigers. Sprich doch nichts dagegen, dass ich der Menschheit was Gutes tue und dafür sogar bezahlt werde. Genau. Brücke. Es gibt wirklich mal viel zu gucken. Alles in Ordnung, Sir? Nach all den Jahren wieder auf Kerrigan zu treffen. Wir müssen sie aufhalten, Matt. Egal, was sie im Schilde führt. Nun, wir haben ihr heute einen Rückschlag verpasst. Die Artefakte sind ihr offensichtlich wichtig. Ich wünschte nur, wir wüssten weshalb. Okay. Ich glaube, wir machen mal die Mission. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen. Die Zerg überfallen Adria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine Klasse. Hier. Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse. Und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Bevor wir die Mission machen, machen wir erst Agaria. Agria. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können.
Ich habe uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. So, dann gehen wir weiter. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Gut gemacht. Verbrannte Erde. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wo brennt's? Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Bekämpft Feuer mit Feuer. Ja, viel gegeben. Sehr viel. Kann ich sehr viel anfangen. Niemals erst in BBFs produzieren. BBF einsatzbereit. Okay, lassen Sie mir Zeit. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Der erste Konvoi wird demnächst Lark's Crossing verlassen. Sicher. BBF einsatzbereit. Wen soll ich einsetzen? Schlechte Neuigkeiten? Ja. BBF bereit. Wird gemacht. Okay. BBF einsatzbereit. Ja, die haben ihre Schilde. Okay. Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Los geht's! Was? Wollen mich verarschen? BBF bereit. Ah. Gut gemacht. Los geht's! Was liegt an? Hier kann ich nicht bauen! Hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten? Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Momentan ganz friedlich. Verbrannte Erde. Ja, sie riecht sicher gut. Riecht nach Sieg. Okay. Ein Wort genügt. Zeit. Schicke ich mal gleich die Erzeugung. Zeit für Grillwürstchen. Was dich dir? Nee. Ungeeignete Landezone. Oh ja, klar, das ganze Fahrzeug noch rein, ne? Ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen?
Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Ich glaube, wir machen mobile Einheiten. Das klingt irgendwie ein bisschen einfacher. Was liegt an? Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Los, los, los! Kann's kaum noch erwarten. Ich bin auf dem Raumhafen! Los, Bewegung! So, jetzt warten, bis die Truppen fertig sind. Solange werdet ihr eh nicht brauchen, bis ihr nicht mal raus seid. Hier komme ich! EBF bereit! So. In Ordnung! Jetzt werde ich mal ganz genau Space Marines produzieren, die ich sicher hundertprozentig brauchen werde gleich. BBF einsatzbereit. Ich kümmere mich drum. Steht hier. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen.